Jo Freunde, was geht ab? Freunde, worum geht es heute? Heute geht es wieder um meinen kleinen Bruder, Freunde. Ja, heute geht es um ihn und ich werde ihn heute pranken, Freunde. Ihr lest schon im Titel, lebendiger Teddybär-Prank an meinem kleinen Bruder. Freunde, ich werde ihn pranken. Bevor ich erstmal zum Titel eingreifen werde, Freunde, im letzten Video habe ich gesagt, Freunde, schaffen wir die 3000 Likes? Wenn ja, dann werde ich ein Format machen, wo ich euch meine Einnahmen zeige, wie viel Geld ich mit YouTube verdiene pro Video. Freunde, schaffen wir, wenn ihr wirklich Bock darauf habt, schaffen wir die 2500 Likes. Wie gesagt, Freunde, wenn wir die 2500 Likes schaffen, werde ich das Format machen, wie viel Geld ich verdiene. Und Freunde, wer von euch das letzte Halloween-Video noch nicht angeschaut habt, erster Link in der Beschreibung, das letzte Video mit meinem Bruder. Ich war mit meinem Bruder Halloween laufen und das hat mega Spaß gemacht und das ist echt ein geiles Video geworden. Und Freunde, wenn wir die 2500 Likes schaffen, dann werde ich auch noch was anderes machen. Dann werde ich eine Verlosung machen. Ich werde mir Amazon-Gutscheinkarten kaufen und ich werde mir wahrscheinlich Paysafe-Karte, aber ich denke mal, erstmal fange ich mit Amazon-Gutscheinkarten an und werde die auch verlosen. Einfach als Entschuldigung dafür, dass ich 3 Monate lang weg war. Und was ihr dafür tun müsst, werde ich dann noch sagen. Aber wie gewohnt, ihr müsst einfach nur wahrscheinlich mir auf Instagram folgen und die letzten 3 Bilder liken und natürlich wahrscheinlich dann den Kanal hier abonnieren. Wie gesagt, das werden wir dann noch klären. Aber ihr Freunde, ihr könnt mir jetzt schon mal auf Instagram folgen. Seid da mal wieder aktiv. Ich werde jetzt auf jeden Fall wieder die Tage Bilder hochladen. Ja, Freunde, und ich würde mal sagen, kommen wir mal zum eigentlichen Thema, was heute abgehen wird. Freunde, ich habe mir auf Amazon einen Teddybär-Kostüm gekauft. Und Freunde, ich zeige euch das mal ganz kurz. Hier ist auf jeden Fall der Shero, Freunde, der Kopf vom Teddybär. Freunde, das wird einfach zu lustig. Und hier ist das komplette Kostüm, wie ihr sehen könnt. Freunde, was habe ich jetzt vor? Mein Bruder ist noch mit meiner Mutter unterwegs. Ich werde mir das anziehen und dann, ich habe schon mit meinem Bruder drüber gesprochen. Ich habe zu meinem Bruder schon gesagt, ey Dilian, ich werde dir heute einen riesen Teddybär kaufen. Und meine Mutter hat dann auch mitgespielt. Meine Mutter meinte auch, Riad wird dir heute einen Teddybär kaufen. So Freunde, ich werde mir dieses Teddybär anziehen und ich werde mich einfach hier irgendwo hinlegen und so tun, als wenn ich wirklich ein echter Teddybär bin. Und dann, wenn mein Bruder vielleicht irgendwie auf dem Sofa sitzt, werde ich vielleicht einen Arm hochheben, so dass er sich fragt, hä, warum hat dieser Teddybär jetzt einen Arm hochgehoben? Was ist da los? Und dann irgendwann werde ich aufstehen, ihn komplett erschrecken und einfach gucken, wie wird er reagieren? Wird er es lustig finden? Wird er sich erschrecken? Wird er weinen? Was wird passieren, Freunde? Freunde, ich würde mal sagen, lasst für diese Aktion auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und kommentiert Hashtag aktiv, Freunde. Ich will mal wieder sehen, dass ihr aktiv seid, Freunde. Zeigt mal, wo ihr seid, Freunde. Ich freue mich ehrlich gesagt wieder, dass ich aktiv bin, dass ich wieder YouTube-Videos drehe. Und ich hoffe, dass ihr mich auf diesem Weg unterstützen werdet. Und Freunde, ich würde mal sagen, ich werde jetzt das Kostüm anprobieren und gucken. Und seid einfach gespannt, Freunde. Daumen nach oben nicht vergessen. Und yes! Hoffentlich fällt er da drauf rein. Ich bete so, dass er denkt wirklich, dass ich ein Teddybär bin. Das wäre so lustig, ne? Freunde, lasst mal 2500 Likes da! So, Freunde, ich würde sagen, ich muss mir das Ganze überlegen, wie mache ich das? Aber seid einfach gespannt, was ich jetzt genau vorhabe. Ich kann euch das nicht erklären. Ich muss jetzt selber ein bisschen rumfuchsen, ein bisschen ausprobieren. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn ich jetzt gleich einen Plan habe. Bis gleich, Freunde.
ich habe jetzt endlich einen Platz gefunden, wo ich die Kamera endlich verstecken kann. Ungelogen, ich habe ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, um das herauszufinden. So, ich habe mein Kostüm jetzt ausgezogen und mein Bruder ist ja noch weg. Und ich habe jetzt meinem Bruder gesagt, ey, ich habe eine Überraschung zu dir, für dich, wenn du nach Hause kommst, werde ich dir heute auf jeden Fall einen Teddybär kaufen, einen riesen Teddybär. Und er hat sich richtig gefreut und meine Mutter, wie gesagt, hat auch nochmal zu meinem Bruder gesagt, also meine Mutter hat mich unterstützt dabei und gesagt, ja, dein Bruder wird dir auf jeden Fall heute einen Teddybär kaufen, damit ich meinen Bruder pranken kann, damit er wirklich glaubt, ich bin ein Teddybär. Wird er das glauben oder wird, ich frage mich, meint ihr, jetzt ohne vorzuspulen, meint ihr, er wird das glauben? Meint ihr, er wird wirklich denken, dass ich ein echter Teddybär bin? Wenn ja, dann kommentiert jetzt Hashtag ja und wenn nein, dann kommentiert Hashtag nein. Ich bin gespannt, ob ihr da richtig liegt. Wie ich das Ganze jetzt mache, werdet ihr genau jetzt sehen. Und genau, ich habe jetzt auch noch hier das hier, ich habe nichts anderes leider gefunden. Ich habe jetzt das hier auch noch entdeckt. Das ist einfach dafür da, dass ich so verpackt aussehe, dass ich so in eine Tüte so, weil die meisten Teddybär irgendwie in eine Tüte oder in sowas immer drin stecken und so, dass er mich auspackt. So, Freunde, und dann sieht, ja, ich habe einen Teddybär. Boah, was wird gleich passieren, Freunde? Daumen nach oben da lassen. Ich werde jetzt gleich mein Kostüm anziehen und dann auf meinen kleinen Bruder warten, Freunde. So, Kostüm werde ich auf jeden Fall jetzt anziehen. So, Freunde, auf jeden Fall haben wir leider ein kleines Problem. Da ich wirklich will, dass er denkt, dass ich ein Teddybär bin, ziehe ich mich etwas dicker an, damit er nicht auf die Idee kommen könnte, ey, da ist Ria drin, ne? Damit er unbewusst wirklich denkt, dass da wirklich ein Teddybär ist. Nicht, dass er dann denkt, ey, mein Bruder ist genauso, das könnte mein Bruder sein, weil er so dünn, genau, weil er genauso dünn wie mein Bruder ist, dieser Teddybär. Deswegen werde ich mich jetzt etwas dicker anziehen. Ich werde jetzt schnipseln, Freunde, und dann werde ich schon dicker sein. Boom, Freunde. Auf jeden Fall, ich habe mir jetzt eine dickere Jacke angezogen. Ich habe mir 3, 4 Jogginghosen angezogen. Und jetzt gehe ich in das Kostüm rein. Und jetzt muss es einfach nur klappen. Bitte, Freunde. Er muss es glauben. Ich würde dann sagen, ich bereite jetzt alles auf. Daumen nach oben nicht vergessen. Und Show Time. Freunde, jetzt an die Position. Ich werde gleich zu meiner Mutter sagen, ey Mama, sag zu Leon, dass sein Geschenk schon im Wohnzimmer liegt. So, dass meine Mutter sagt, Leon, dein Geschenk ist im Wohnzimmer, pack es aus. Und dann geht's los. Ja, warte! Oh! 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 Oh
bin's da. Hallo. Nein. Nein, komm her. Was sagst du da? Guck mal, ich hab dich geprankt, ne? Ha, ha, ha. Du hast geweint. Boom, boom, es hat geklappt, Freunde. Nein, Freunde, jetzt muss mein Vater auch noch sagen, ey, Riad hat nur Spaß gemacht, jetzt müssen alle ihn trösten. Jetzt sagen alle, ja, scheiße, Mann, was geht gerade ab? Was ging da gerade ab, Freunde? Was ging da bitte gerade ab? Jetzt vor der Kamera sieht das vielleicht nicht so hart aus wie in echt.